Heute zeige ich, wie man den Infinity Bun macht. Dieser wird ähnlich gemacht wie der Achterdutt. Ihr braucht nur einen Haarstab oder eine Forke. Nehmt die Haare seitlich am Kopf zusammen und dreht sie ein. Legt sie wie beim Cinnamon Bun im Kreis um den Ansatz des Zopfes. Immer weiter bis zum Ende des Stranges twisten und im Kreis legen. Greift die oberste Schlaufe und klappt sie in Richtung der anderen Kopfseite. Sollte das Ganze wie bei mir etwas stramm werden, zieht vorsichtig an der Schlaufe, um die Frisur zu lockern. Jetzt hat der Dutt die Form einer liegenden 8. Stecht nun mit dem Haarstab oder der Forke von innen nach außen in eine Schlaufe des Dutts ein und führt ihn bis zum Kopf. Klappt ihn um, steckt ihn durch den Dutt und durch die andere Schlaufe wieder heraus. So sieht der fertige Dutt aus. Viel Spaß beim Nachmachen!